Ja, ich bin Lara Sielmann. Ich arbeite im Z-Bau und mache die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und unterstütze die Bereiche Theater und Literatur. Und was ist die Liminale? Liminale ist unser Festival für die freien Theater. Also wir haben vor einem Jahr angefangen, auf die freien Theatergruppen hier in Nürnberg und regionaler Umgebung zuzugehen. Und dann ist so ein kleiner Theaterstammtisch daraus geworden und hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass wir ein kleines Festival machen möchten, um ja einfach mal die freie Szene so ein bisschen darzustellen, vorzustellen und auch einfach mal gebündelt unter einem Haus zu haben. Also ist das jetzt hier so die Premiere und ein erster Versuch? Genau, das ist die Premiere. Die Liminale findet dieses Jahr zum allerersten Mal statt und auch überhaupt zum allerersten Mal statt. Und es ist schon geplant, dass es jährlich auch stattfinden wird, die Liminale. Dazu muss ich aber auch sagen, dass wir auch einen Theaterbetrieb auch aufbauen möchten im Z-Bau, eben mit freien Gruppen, regional und überregional. Und ist es das Festival auf den Z-Bau als solchen beschränkt? Momentan schon, ja. Also natürlich kann sich das auch entwickeln, wobei ich muss sagen, beschränkt in dem Sinne, wir hatten jetzt auch eine Produktion, die in der Innenstadt stattgefunden hat. Das hat im neuen Museum begonnen und dann sind wir ins Kunst- und Kulturquartier gegangen und haben auch so ein paar andere Orte kennengelernt. Wie viele Gruppen sind es jetzt heute hier über den Zeitraum? Über das Festival verteilt sind 17 Gruppen, regional und überregional. Also wir haben zwei Gastproduktionen auch. Ach ja, stimmt. Wie ist die Resonanz? Wie gefällt es euch als Veranstaltern? Also ich finde, die Festivalstimmung ist sehr schön. Ich finde, alle sind so sehr entspannt und ich finde auch, die Galerie als Festivalzentrum funktioniert sehr gut. Das ist so ein warmes Herz der Liminale. Zuschauer, also ich bin glücklich, dass einige gekommen sind, weil es sehr schwierig ist, auf die freien Theater aufmerksam zu machen, gerade in Nürnberg, weil man es hier nicht so kennt und deshalb machen wir es ja auch und dann halt längerfristig mit auch einem regelmäßigen Betrieb, um halt einfach die Menschen hinzuholen, sich das anzuschauen, weil wenn man etwas nicht kennt, sind ganz oft Berührungsängste da und so, glaube ich, sind wir eigentlich so ganz froh mit dem Auftakt der Liminale.